Die Zunge, das intelligente Organ. Schon am ersten Tag unseres Lebens brauchen wir sie, um Milch aus der Mutterbrust zu saugen, die Zunge. Der Saugreflex sorgt dafür, dass wir sie intuitiv einsetzen können. Dabei wird nicht nur der Hunger gestillt, sondern auch das Bedürfnis nach Berührung, Nähe und Geborgenheit. Unsere Zunge ist stark, aber auch sehr sensibel. Sie kann sogar mehr fühlen als unsere Fingerspitzen. Das spüren wir auch später, wenn wir älter sind. Beim Küssen. Es löst ein Feuerwerk in unserem Körper und Gehirn aus. Serotonin, Adrenalin und Endorphine, sogenannte Glückshormone, werden freigesetzt. Wenn wir jemanden küssen, in dem wir verliebt sind, und wenn es auch ein harmloser Kuss ist, dann passiert schon einiges im Körper. Der Blutdruck wird ein anderer, die Herzfrequenz erhöht sich. Die Zunge spielt dann eine große Rolle, weil über die Sensibilität der Lippen und der Zunge sehr viel ausgetauscht wird. Und dann geht auch einiges in unserem Gehirn los. Also da fliegen sozusagen die Fetzen. Wenn es dann sehr intim wird, wird der Körper darauf vorbereitet, pass auf, es geschieht noch mehr. Vor allem für die Männer ist der Kuss meist die Vorbereitung zum Geschlechtsakt, wie die Kussforschung weiß. Frauen küssen dagegen auch mal gerne zwischendurch, um sich die Beziehung bestätigen zu lassen. Alles archaisch erklärbar. Der Mann kümmert sich um die Fortpflanzung, die Frau sichert sich den Versorger der Familie. Aber woher kommt es eigentlich, dass wir küssen? Es gibt Behauptungen wie von Irenaeus Alpe-Alpe-Feld oder Desmond Morris, die sagen, das haben wir durch die Brutpflege. Also von der Mund-zu-Mund-Fütterung oder wir haben es von der Fellpflege, das Beknabbern des Fells nach Parasiten. Das können wir glauben, müssen wir aber nicht. Die Bremer Kussforscherin Ingelore Eberfeld hat dagegen ihre ganz eigene Interpretation. Ich würde in die archaische Zeit zurückgehen und sagen, wir sind Säugetiere. Wie alle Säugetiere haben wir uns berochen und beschnüffelt und gegebenenfalls auch beleckt, nämlich am Hinterteil. Wie wir das beim Hund und bei anderen Säugetieren beobachten können. Und durch das Aufrichten haben wir diese Geste sozusagen von unten nach oben verlagert. Wen wir küssen, das entscheidet unser Gehirn im Zusammenspiel mit der Nase. Es gibt einen Teil im Gehirn, das limbische System, in dem sind auch unsere Gefühle angesiedelt. Und dort entscheiden wir auch, ob wir einen Geruch mögen oder nicht. Das heißt, wir suchen uns jemanden aus, der vom Geruchsprofil, das genetisch festgelegt ist, zu uns passt. Und das ist jemand, der ein ganz anderes Geruchsprofil hat als wir selbst. Damit garantieren wir, dass unsere Kinder ein besseres Immunsystem haben. Und von daher ist es so, dass wenn wir uns küssen, entscheidet der Körper bzw. unser Gehirn unbewusst, ja oder nein. Und wir sind immer auf der richtigen Seite, wenn wir jemanden gut riechen können. Unser Geruchssinn hat großen Einfluss. Nicht nur auf die Partnerwahl, auch beim Essen. Die Duftstoffe einer Speise, das Aroma, nehmen wir nicht nur mit der Nase wahr, sondern vor allem durch den Mund. Die flüchtigen Aromen wandern über den Rachenraum zur Riechschleimhaut mit ihren 350 verschiedenen Rezeptortypen. Das, was wir Geschmack nennen, findet auf der Zunge statt. Der Geschmackssinn erkennt süß, sauer, bitter, salzig und Umami. Umami ist der Geschmack von Natriumglutamat. Es wurde Anfang des letzten Jahrhunderts als Geschmacksstoff in Japan identifiziert, weil die japanische Küche bestimmte Rezepte hat, die eben reich an Umami-Stimuli sind, wie sie im tierischen Eiweiß häufig sind. Deswegen haben manche den Eindruck eines bouillonartigen, schmackhaften Charakters. Am Deutschen Institut für Ernährungsforschung gehen die Wissenschaftler der Frage nach, wie unser Geschmackssinn unser Ernährungsverhalten beeinflusst. Eigentlich schmecken wir mit dem Gehirn. Aber die Zunge ist das Organ, was dem Gehirn etwas über den Geschmack mitteilt. Auf der Oberfläche der Zunge haben wir hunderte von Geschmackspapillen. Am Rand dieser Papillen liegen die Geschmacksknospen. Darin befinden sich die Zellen, die den Geschmack erkennen können. Die Zellen sind unterteilt in 5 Populationen für süß, sauer, bitter, salzig und umami.
Wenn zum Beispiel ein Bittermolekül am passenden Rezeptor andockt, leitet dieser die Geschmacksinformationen weiter an das Gehirn. Der Bittergeschmack steht momentan im Fokus der Potsdamer Wissenschaftler, weil er sehr viel differenzierter ausgeprägt ist als die anderen Geschmacksrichtungen. Mäuse haben ähnlich viele Bitterstoffrezeptoren wie Menschen. Eigentlich sollte der Bittergeschmack uns vor giftigen Stoffen schützen. Die Forscher wollen herausfinden, warum wir manche bittere Speise meiden und andere, wie Kaffee oder Bier etwa, sogar mögen. Hier wird erforscht, auf welche Stoffe und in welcher Form die Mäuse reagieren. Das ist ein sogenanntes Legometersystem und hier kann man messen, wie das Trinkverhalten von Mäusen in dem Fall ist. Wir haben hier eine Kamera, die dort die Aufnahme widerspiegelt. Und diese beiden Sensoren sorgen dafür, dass man zählen kann oder messen kann, wie oft diese Maus an dieser Flasche trinkt. Momentan noch ziemlich oft. Es ist Wasser drin. Aber wie wird die Maus auf die Bitterstoffe reagieren, die sie nun bekommt? Sie probiert nur kurz und bricht dann ab. Die Flüssigkeit ist ihr offenbar zu bitter. Auch die menschlichen Probanden müssen bittere Tropfen schlucken. In diesem Test geht es darum, die individuelle Geschmacksempfindlichkeit für bittere Substanzen herauszufinden. Nicht jeder Mensch kann gleich gut schmecken. Das ist genetisch bedingt. Die Probanden bekommen 3 Proben, 2-mal Wasser, 1-mal eine Bittersubstanz in verschieden hoher Konzentration. Es geht darum herauszufinden, wo die sogenannte Detektionsschwelle liegt. Die Detektionsschwelle, das ist die Konzentration, ab welcher ein Proband kann der Unterschied machen zwischen den Proben, aber er kann noch nicht sagen, welche Geschmacksrichtung das ist. Und ab der Erkennungsschwelle, die liegt ein bisschen höher bei der Konzentration als der Detektionsschwelle, kann der Proband sagen, welche Geschmacksrichtung das ist. An diesem Gerät versuchen die Forscher, den Bittergeschmack zu manipulieren. Es kann die Geschmacksreaktionen der Zunge künstlich nachbilden. In Zellkulturen wird dazu DNA eingebracht, damit diese Geschmacksrezeptoren aufbauen. Mit Bittersubstanzen werden die Rezeptoren zunächst aktiviert, hier sichtbar am hohen Ausschlag der Kurve. In einem zweiten Schritt wird der Bittergeschmack durch die Zugabe von weiteren Substanzen gemindert. Der Ausschlag wird sichtbar schwächer. Es geht darum, zum Beispiel potenziell gesunde Stoffe, die bitter schmecken, so abzuändern, dass sie halt nicht mehr bitter schmecken. Ein anderes Einsatzgebiet ist in der Pharmazie, dass man Medikamente weniger bitter macht, sodass zum Beispiel Kinder weniger ungern diese Medikamente zu sich nehmen. Im Dienste des guten Geschmacks stehen auch die Flavoristen der Firma Frutarom. In Wädenswil nahe Zürich entwickeln sie Aromen für Getränke und Süßwaren. Um als Flavorist zu arbeiten, muss man ein sensibler Schmecker sein. Mit allen Sinnen, die dazugehören, also auch dem Geruchssinn. Er wird beim täglichen Rohstofftraining geschult. An die 1000 Substanzen muss ein Flavorist erriechen können. Also dieses Training dient in erster Linie zur Standardisierung für uns während des Tages. Zum Zweiten nutzen wir dieses Rohstofftraining auch dafür, um ein bisschen Kompositionstraining zu machen. Das heißt, wie kann man Aromen zusammenbauen? Und man trainiert sein Gedächtnis durch das permanente Wiederholen, so lange, bis man alle Riechstoffe kennt. Meistens stehen die Flavoristen vor der Aufgabe, ein bereits bestehendes Aroma zu kopieren. Vorlage ist dabei entweder das Produkt eines Konkurrenten oder die Natur. Denn exotische Früchte etwa sind nicht immer verfügbar. Nicht in den Mengen, die der Verbraucher verlangt und nicht zu jeder Jahreszeit. Heute soll das Aroma für eine Mango-Schokolade komponiert werden. Im ersten Schritt müssen die Flavoristen das Aroma der Mango identifizieren. Dazu muss es herausgefiltert werden. Die Mango wird püriert und mit einem Lösungsmittel versetzt. Nach ca. 4 bis 5 Stunden Extraktionszeit konzentrieren wir jetzt das Lösungsmittel unter leichtem Vakuum und Temperatur wieder auf, so dass letztendlich im Prinzip diese Menge als reines Mangoisolat übrig bleibt. Das Isolat wird nun in einem Massenspektrometer analysiert. Das Ergebnis? Der Bauplan einer Mango.
Anhand der Analyse, die Herr Ruhl gemacht hat, habe ich mir eine Rezeptur zusammengestellt und es sind ca. 20 bis 25 Rohstoffe. Und Mango ist ein sehr komplexes Aroma. Das sind eigentlich sehr wenige Duftstoffe, die wir jetzt hier einsetzen, weil wir versuchen immer mit möglichst wenigen Duftstoffen ein gutes Resultat zu erzielen. Heraus kommt ein hochkonzentriertes Mangoaroma. Bevor es mit der Schokolade vermischt werden kann, wird es für eine erste Verkostung in einem Lösungsmittel verdünnt. Ein kleiner Mango-Cocktail für die Kollegen. Zwei unterschiedliche Dosierungen im Vergleich zum Original. Heute verkosten wir Mango. Das ist das Original. Zwei Ansätze, die Nummer 2 und 3. Nun kommen auch die Zungen der Flavoristen mit ins Spiel. Ich finde es langweilig, nur mit Mango. Können wir noch Chili reintun oder sowas? Ich denke nur Mango in Schokolade. Mit ein bisschen Chili. Okay, dann. Stefanie Steiner ist Applikationsexpertin für Süßwaren. Sie rührt die Schokoladenkreation an. Eine neutrale Schokolade, aufgepeppt mit dem Mango-Chili-Aroma. Süßigkeiten mit Gewürzen sind momentan besonders gefragt. Nach ein paar Stunden Abkühlung ist die neue Mango-Chili-Schokolade fertig zum Verkosten. Der Chef lässt sich die neue Kreation auf der Zunge zergehen. Kombination ist gut. Die Schärfe kommt schön raus. Mango dürfte noch ein kleines bisschen mehr haben. Ja. Gut. Auf ein neues. Das Universitätsspital in Zürich. Steve Palmer ist hier vor einigen Wochen operiert worden. Heute kommt er zur Nachkontrolle. Ich habe Schmerzen im Mund gehabt. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen. Er hat gesagt, ja, es sieht nicht wie eine normale After aus. Er hat mich zu einem Spezialisten geschickt. Er hat mir die schlechte Nachricht gegeben. Es ist Krebs. Die Hälfte der Zunge hat er rausgeschnitten. Auf der rechten Seite, da war der Tumor. Er hat etwas da rausgeschnitten mit den Venen. Etwas so groß. Und an meine Zunge genäht. Der Heilungsprozess muss ständig überwacht werden. Diese Netze sind einfach mal ganz locker lassen. Die Beweglichkeit der Zunge ist stark eingeschränkt. Der angenähte Hautlappen hat keine eigenen Muskeln. Die intakte Zungenhälfte muss also die doppelte Arbeit übernehmen. Wie ist das mit dem Essen? Schlecht im Moment. Das heißt, warum? Das heißt, ja, ich habe auf der Zunge habe ich Sonnenbrand, oder? Mhm. Von der Bestrahlung. Deshalb kann er momentan eher nur flüssige Nahrung zu sich nehmen. Die Zunge muss erst wieder lernen zu schlucken. Schlucken bitte. Wie ein Kipplaster schickt die Zunge den Speisebrei in Richtung Speiseröhre und muss dabei dafür sorgen, dass nichts in die Luftröhre kommt. Die Zunge wird nie mehr so sein, wie sie vorher war. Es sind natürlich entscheidende Anteile der Zunge fehlen. Also sprich, Teile, die zur Beweglichkeit der Zunge beitragen, fehlen. Natürlich auch sensorische Anteile, sprich der Geschmack, die Sensibilität fehlt. Der Unterarmlappen dient letztendlich nur dazu, das Volumendefizit wieder aufzufüllen. Lu. Lu. Le. Le. Und Li. Li. Das war jetzt gut. Wo wohnen Sie denn? Wallisellen. Okay. Und das L, das beim zweiten Mal versuchen Sie hin. Auch das akzentuierte Sprechen muss Steve Palmer wieder lernen. Wallisellen. Wallisellen. Gut. Kinder müssen manchmal schon sehr früh das richtige Schlucken und Sprechen trainieren, damit es nicht zu Fehlentwicklungen kommt. Jetzt nimmst du den Spiegel? An diesem Ringtest kann die Logopädin ablesen, dass Louis richtig schluckt, weil der Ring dabei an der richtigen Stelle liegen bleibt. Super hast du das gemacht. Susi, sag mal saure Sahne. Ich
Susi, sag mal saure Sahne. Der Louis lispelt noch ein bisschen. Bei Susi, sag mal saure Sahne, ist die Zunge immer zwischen den Zähnen hervorgetreten. Allerdings ist Louis erst 5 Jahre alt und daher ist es noch völlig in Ordnung. Das würde man erst ab 7, 8 Jahren dann therapieren. Schön gleiten. Britta Ballandert kümmert sich um die Stimmbildung im Universitätsspital Zürich. Sie behandelt Menschen, die in ihrem Beruf viel sprechen müssen und dabei ihre Stimme und den Kehlkopf oft überstrapazieren. Heiserkeit und Halsschmerzen sind die Folge. Die meisten von uns nutzen ihren Stimmapparat nicht optimal. Genau da setzt die Logopädin mit ihrer Arbeit an. Der Grundton, der im Kehlkopf gebildet wird und dann aufsteigt durch den Rachen, wird im Mundinnenraum noch einmal geformt. Und zwar entweder im besten Falle resonanzreich oder im schlechtesten Falle resonanzarm. Die Zunge ist für die Stimmbildung deswegen wichtig, weil sie diesen Mundinnenraum entweder groß macht zum Wohle des Klanges, zum Wohle der Resonanz, oder klein. Sprich, eine Zunge, die angespannt ist oder verspannt ist, macht den Klang eher flach. Und wenn die Zunge locker ist, dann ist der Raum groß und dann kann der Klang gut in die Welt. Sehr gut. Und lass dir das richtig so im Mund zergehen, auf der Zunge zergehen. Jason DeSanto bei einer Testfahrt am Georgia Institute for Technology in Atlanta. Der Querschnittsgelähmte kann den Rollstuhl ohne fremde Hilfe steuern. Anfangs ahnte ich nicht, dass meine Zunge in der Zukunft so wichtig für mich sein könnte. Aber je länger ich in dem Forschungsprojekt mitarbeite, desto mehr wird mir das Potenzial meiner Zunge bewusst. Ich kann sie für viel mehr nutzen als nur für normale Funktionen wie in der Zeit vor meinem Unfall. Jason DeSanto ist seit April 2009 querschnittsgelähmt. Bei einem Sprung in einen Pool war er mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Noch in der Klinik hörte er von einer neuen Technik, den Rollstuhl zu steuern, und meldete sich als Proband für die Tests. Jemand, der bisher nichts mehr allein tun konnte, kann mit dem Tong Drive System ohne fremde Hilfe den eigenen Rollstuhl steuern, einen Computer bedienen, E-Mails beantworten. Er kann sogar arbeiten, als Telefonist zum Beispiel. Sehen Sie sich Jason DeSanto an. Er konnte seinen Job behalten. Die Zunge macht es möglich. Mit ihr können Querschnittsgelähmte die unterschiedlichsten Geräte steuern. Die Studentin Zhong Gi ist Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt. Sie überprüft die Steuerungstechnik, bei der die einzigartige Beweglichkeit und Präzision der Zunge genutzt werden. Im Gegensatz zum Rest des Körpers, der über die Wirbelsäule mit dem Gehirn verbunden ist, hat die Zunge eine direkte Verbindung. Sogar Menschen mit dem höchsten Grad an Querschnittslähmung, die die Kontrolle über den ganzen Körper verlieren, können immer noch ihre Zunge benutzen wie du und ich. Ihre Zunge ist in keinem Maße beeinträchtigt. Zentrales Element dieses zungengesteuerten Systems ist ein kleiner Magnet. Für die dauerhafte Nutzung wird er mit einem Piercing auf der Zunge befestigt. Für kürzere Tests wird er einfach nur aufgeklebt. In einem Headset sind 4 Sensoren links und rechts neben dem Mund installiert. Wenn die Zunge sich bewegt, verändert sich das magnetische Feld im Mund. Die Sensoren registrieren die Zungenbewegungen und wandeln sie zu einem konkreten Befehl um. Das System wird so programmiert, dass jede Zungenposition mit einem Befehl verknüpft ist. Wenn ich diesen Zahn berühre, möchte ich nach links abbiegen. Wenn ich diesen Zahn berühre, nach rechts und so weiter. Momentan haben wir 6 verschiedene Befehle. Rauf, runter, links, rechts, einfacher Mausklick, doppelter Mausklick. Die Ruheposition der Zunge ist der 7. Befehl, der dem System sagt, tu nichts. Ein Smartphone dient als Steuerungseinheit. Es empfängt die Befehle von dem Headset und gibt sie an den Rollstuhl weiter.
In Zukunft soll das zungengesteuerte System auch für die Bedienung von Computern und Haushaltstechnik eingesetzt werden. Aber noch ist es in der Test- und Zulassungsphase. Bis es auf den Markt kommt, müssen Querschnittsgelähmte wie Jason DeSanto immer noch mehrere aufwendige Hilfsmittel nutzen. Die Möglichkeit, all die verschiedenen Geräte, die ich momentan im Alltag brauche, in einem einzigen System zusammenzuführen, ist für mich das höchste Ziel, der größte Traum. Jetzt muss ich die Blas- und Saugsteuerung für meinen Rollstuhl benutzen, ein spezielles Maus- und Mikrofonsystem für den Computer und eine weitere Mundsteuerung für den Fernseher, die Beleuchtung und die Klimaanlage. Also mindestens 3, eher 4 oder 5 Geräte, die ich täglich bedienen muss. Das Tong Drive System ist eine geniale Idee. Inspiriert durch eine andere faszinierende Erfindung aus dem Bereich der Neurotechnik. Ich bin auf die Idee gekommen, als ich die Arbeit eines anderen Forschers gesehen habe. Paul Bakarita hat ein System entwickelt, um Blinden zum Sehen zu verhelfen, durch elektronische Signale auf der Zunge. Brainport ist im Prinzip eine Kamera, die das aufgenommene Bild auf eine Platte überträgt, die ich in meinem Mund trage. Hunderte von Pixeln kribbeln auf meiner Zunge und zusammen formen sie Muster und Bilder, die mein Gehirn als den Raum um mich herum interpretiert. Eric Weyenmeier ist mit 13 Jahren aufgrund einer Erbkrankheit erblindet. Wir sehen mit dem Gehirn und nicht mit den Augen. Wenn die Augen nicht funktionieren, muss man einen anderen Zugang zum Gehirn finden. Und so kann das Gehirn die Welt um mich herum erkennen. Der Familienvater kann auf diese Weise konkrete Bilder sehen. Sie werden ihm quasi auf die Zunge gemalt. Ähnlich wie in dem Ratespiel, bei dem man Bilder auf den Rücken zeichnet. 31. Very good. Sein Vorteil: Weil er früher sehen konnte, kann sein Gehirn auf die optischen Erfahrungen von damals zurückgreifen. Und je mehr er mit dem System trainiert, desto mehr sieht er. Auch kleine Formen und Striche, die manchmal entscheidend sein können. Ich bin erst am Anfang mit dieser Technik, aber ich denke, sie wird uns weiterbringen, als man sich vorstellen kann. Emma kann ihrem Vater jedenfalls nichts mehr vormachen. You stinker, Emma. Oh yeah. We both won. No, we didn't. We both won. I can see it. Ich kann es sehen. Ich komme nur nicht dran. Eric Weyenmeier ist passionierter Bergsteiger. 2001 erklomm er als erster Blinder den Gipfel des Mount Everest. Damals sogar noch ohne die Brainport-Technik. Es wird nicht sein letzter Rekord gewesen sein. Das ist wie ein Trip für mich. Einen Griff zu sehen und ihn zu erreichen. Ein Trip, meine Hand zu sehen, wie sie sich danach ausstreckt und greift. Für mich ist das hier jenseits von Wissenschaft eine verrückte Erfahrung. Mit Hilfe der Zunge Botschaften entschlüsseln. In der traditionellen chinesischen Medizin sind das die Botschaften des Körpers. Dr. Qin praktiziert in der Praxis von Sinomed in Schaffhausen. Er ist Experte für Zungendiagnostik. Untersucht werden der Zungenkörper, die Speichelflüssigkeit auf der Zunge und vor allem der Zungenbelag. Gut. Frau Fischer, Ihre Zunge, die Lage ist sehr gut. Dünn und kann durchsehen, das ist eine gesunde Zunge. Die Patientin Frau Fischer kommt wegen Schulterschmerzen zu Dr. Qin. Dieses Krankheitsbild schlägt sich nicht auf der Zunge nieder. Trotzdem wird in der traditionellen chinesischen Medizin bei jeder Sitzung auch die Zunge kontrolliert, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu erfassen. Jeder Bereich der Zunge korrespondiert mit einem Organ. Die Spitze der Zunge gehört zu Lunge und Herz.
it belongs to the spleen and the stomach part. Die Mitte zu Milz und Magen. Part, it belongs to the der hintere kidney, Teil zu Nieren, Blase und Darm. Large intestine part. But both sides of beide Seiten der Zunge gehören zu Leber und Gallenblase. Liver and the gallbladder. Wenn die Organe gestört sind, verändert sich der entsprechende Bereich auf der Zunge. Aber manchmal ist auch der ganze Körper betroffen. Diese Zunge ist sehr schwarz. Das deutet auf ein Blutproblem hin. Das Qi, die Lebensenergie, ist blockiert. Die Zunge ist aber nur ein Baustein im Gesamtsystem der chinesischen Diagnostik. Sie kann nur Hinweise geben, die mit weiteren Verfahren verifiziert werden müssen. Die Zunge kann manchmal auch lästig sein. Vor allem dann, wenn sie beim Schlafen stört. Klaus Wingenfeld leidet an Schlafapnoe, Atemstillständen in der Nacht, die durch die Zunge verursacht werden. Er selbst merkt nichts davon. Man hat keine Schmerzen. Man ist tagsüber nicht ganz so fit. Man ist müde. Die größte Gefahr war bei mir, als ich viel mit dem Auto unterwegs war. Nach einer Stunde Autofahrt fielen die Augen relativ schnell zu. Also da habe ich sehr stark gemerkt, habe das natürlich aber nie damit in Verbindung gebracht. Auf Wunsch seiner Frau, die sich durch sein Schnarchen gestört fühlte, ging der 55-Jährige zur Überwachung ins Schlaflabor. Also ich hatte 30 und mehr Atemstillstände in der Stunde und der größte Atemstillstand war 39 Sekunden. Zum Beispiel haben die nachts einen hohen Blutdruck, die können sich nicht entspannen, der Blutdruck bleibt hoch. Es könnten, wenn jemand dazu neigt, Herzrhythmusstörungen durch solche Atmungsstörungen befördert werden. Ja, und auch die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung vom Körper ist in diesen Phasen oder durch diese Phasen gestört. Grund für die Atemstillstände ist eine Erschlaffung der Zungenmuskulatur. Die Zunge sinkt bei Rückenlage in den Rachen und versperrt die Atemwege. Die gängige Therapie für Schlafapnoe ist bisher eine sogenannte CPAP-Atemmaske. Da die Maske von vielen Patienten im Schlaf aber als störend empfunden wird, gibt es für sie nun einen Zungenschrittmacher. Der neue Zungenschrittmacher wird wie ein normaler Herzschrittmacher hier eingesetzt und hat zwei Kabel. Das eine Kabel, das führt mit dieser kleinen Manschette zum Nerven hier oben, dem Hypoglossusnerv, der verantwortlich dafür ist, dass die Zunge sich nach vorne bewegt. Und das andere Kabel, das wird nach unten geführt an das Zwerchfell. Das Zwerchfell, was bei jeder Einatmung aktiviert wird. Und zum Zeitpunkt der Einatmung wird dann über diese Stimulation die Zunge nach vorne bewegt. Dieses Gerät wird momentan an der Charité in Berlin im Rahmen einer Studie getestet. Klaus Wingenfeld ist der erste Patient, bei dem der Zungenschrittmacher implantiert wurde. Also das hat insofern sich sehr positiv verändert, dass ich diese Maske nicht mehr verwenden muss, die sehr beeinträchtigend war, dass ich kaum noch schnarche, was für das Eheleben sehr von Vorteil ist. Wie gesagt, wir schlafen jetzt wieder beide zusammen, was manchmal nicht so oft war. Und ich bin auch tagsüber fitter. Unsere Zunge ist ein Multitalent. Unglaublich kraftvoll, beweglich und sensibel. Mit oft unterschätzten und ungeahnten Fähigkeiten. Sie sahen die Zunge, das intelligente Organ. Sie können diese Sendung in unserem Online-Shop herunterladen.